Moin, hier ist der Angelus. Es geht nochmal weiter mit Final Fantasy VII Rebirth, Episode 130. Aber ich habe den Kampf jetzt geschafft gegen Odin und gegen Alexander. Eigentlich war es der nächste Versuch, den ich nach der letzten Aufnahme nochmal gestartet habe. Also ich hatte die Aufnahme beendet, das in der letzten Folge, wo ich da draufgegangen bin. Dann habe ich es nochmal versucht und der Versuch hat dann gleich geklappt. Habe ich halt nicht aufgenommen, aber ist nicht so schlimm. Wie ich vorgegangen bin, war genau das Gleiche. Hat halt alles auch noch ein bisschen mit Glück zu tun, wie man in die Runde starten kann. Es lief alles gut. Yuffie hat einen Doppelgänger gezaubert, danach sofort Bio, die höchste Stufe auf Odin, Cloud hat Damage raufgemacht, sodass er dann schockanfällig wurde. Dann habe ich es auch noch geschafft, ihn zu schocken, bevor er das erste Mal abgehauen ist und habe dann die Ulti von die Limit von Cloud auf ihn raufgemacht, sodass er am Ende irgendwie nur noch 30% Leben hatte. Und dann ist er abgehauen. Der haut ja immer auf jeden Fall ab. Dann habe ich Alexander getötet, was ja nicht so schwierig war. Das habe ich ja schon häufiger hingekriegt in den Versuchen. Und wenn Alexander dann tot ist, kommt Odin wieder, aber hat halt dann nur noch diese 30% Leben. Und dann muss man dann nur noch Glück haben, dass man schnell den Rest weghaut. Und ich hatte noch Limits dann noch von Yuffie und so. Und dann, ja, hat es geklappt. Also ging eigentlich echt voll gut. Aber wie gesagt, das hat immer so mit Glück zu tun, ne? Ihr habt den letzten Versuch gesehen im letzten Video, wo halt am Anfang gar nichts geklappt hat, wo Yuffie unterbrochen wurde beim Doppelgänger, wo Yuffie unterbrochen wurde beim Bio-Zaubern und sowas. Und dann hast du halt einen schlechten Start. Und dann, ja, wenn alles perfekt ist, dann, ja, wird er halt umgeballert. Also machen wir weiter. Wir kommen zurück hier zum Let's Play. Schön, dass ihr trotzdem heute nochmal eingeschaltet habt. Ich hatte hier halt Pause gedrückt und dann die Aufnahme gestartet, weil ich nicht wusste, ob hier jetzt... Das waren dann alle, oder? Genau, das kommt. Ich muss euch loben. Ihr habt euch gut geschlagen. Meine wiederhergestellte Genji-Rüstung erbebt vor unbezähmbarer Freude. Damit wäre die Härteprüfung nunmehr abgeschlossen. Als Belohnung für eure Mühen gestatte ich euch einen Rundgang durch meinen prächtigen Garten. Ich erwarte euch dort, meine mächtigen Freunde. Perfekt. Und dann ist ja gut, dass ich nochmal auf Pause gedrückt habe, damit das Gespräch hier noch mit, wenigstens auf der Aufnahme jetzt mit drauf ist. Er hat ja oben einfach ein Flakgeschütz auf dem Dach, ne? Voll der Brutale. Okay, ich teleportiere mich einfach hier vorne zum Tor hin. Geht schneller. Mal gucken, was mich drin erwartet. Ja, Leute, aber trotzdem wieder schön, dass ihr eingeschaltet habt in Folge 130. Vielleicht gefällt euch das ja heute noch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Hinein ins Innerste meines prächtigen Gartens. Feldforschung Gilgamesh Garten. Fordere Gilgamesh heraus. Okay, die letzte Herausforderung ist also er. Der ist bestimmt heftiger als alle anderen Esper, oder? Der große Schwertmeister. Hoffentlich benutzt er das Geschütz da oben nicht. Darf ich das benutzen für ihn vielleicht? Wo ist er denn? Da hinten. Im Garten. Im Dojo. Da hat er auf jeden Fall ein paar Kisten stehen und ich hau sein Dojo erstmal zum Brei. Hier ist eine große Fläche. Da hockt er. Okay. Alle Teile seiner Rüstung hat er jetzt. Alter, wie er da einfach Stacheldraht um seinen Knüppel drum hat. Wie bei Negan. Zwischen Raum und Zeit. Erwachen in Einsamkeit, stürmische Stille. Ein Geräusch auf weiter Flur, Flügelschlag des Schmetterlings. Alleingelassen, voller Sehnsucht nach Genji, andächtig lauschend. Mein ganzes Selbst verdunkelt, wird eins mit dem Abenddunst. Nur die Hoffnung schwindet nicht. Mit meinem Genji erstrahle ich erneut. Mach des Genji! Mach auf! Okay, Raketenarme. Was ist eine Iron Man Rüstung? Endlich! Ich habe meine Erinnerung zurück! Ich
weiß wieder, wer ich bin und woher ich kam. Und warum ich durch den Dimensionsspalt gereist bin. Oh, jetzt aber hurtig. Es gilt noch einen Kampf zu entscheiden. Nun, okay. Aufbein. Der hat bestimmt auch eine krasse Ulti. Nicht so schnell. Richtig. Wir haben ja noch etwas zu erledigen. Dimensionen gibt es viele. Und doch ist nur Platz für einen wahren Schwertmeister. Aha. Und daher muss ich dir jetzt wohl oder übel deine Waffe abnehmen. Los, rück das Panzerschwert raus. Vergiss es. Gut. Dann klären wir das wohl in einem Kampf. Ja. Okay. Kein Problem. Ich setze dich auf und nagere deine Knochen. Na gut, los, rein und mach ich dir. Ja. Okay, er ist schnell am Rumspringen und sowas. Ich muss den mal analysieren, damit ich... Ich weiß von denen halt noch nichts. Einfach da... Okay, Feuer und alle Debuffs. Gift auch. Also ich kann auch Gift auf ihn zaubern. Und Feuer. Soll gut sein. Die Stärke seiner Angriffe steigt mit der Anzahl seiner Waffen, um Gilgamesh dazu zu bringen, eine Waffe wegzuwerfen und schockanfällig zu werden, musst du präzise Abwehr einsetzen oder ihm Schaden zufügen. Zückt er den Genji-Schild, wird der Schaden auf diesen umgeleitet. Erst wenn die Trefferpunkte des Schilds auf Null gesunken sind, fliegt er ihm aus der Hand und Gilgamesh wird schockanfällig. Dankeschön. Schütz dich auf und schlage deinen Knochen! Doppelgänger raus. Mene, 1, 2, 3, Juppies, kommt herbei! Dann mache ich bei ihnen einfach auch mal Bio rauf. Mit Aeris einen heiligen Magiekreis, damit ich auch Feuer und so auf ihn zaubern kann. Bitte, bediente, übernimm du! Zieh dich zurück! Los geht's! Cloud stellt sich hier schon mal rein. Einfach mal Feuer rauf. Er ist hart gebufft auf jeden Fall. Nichts überstürzt. Wir machen hier auch nochmal Flammen-Jutsu an. Aeris macht jetzt mal Heili-Heili. Jetzt hat er sie nicht unterbrochen, das ist schon mal gut. Naja, okay, sie ist, er ist wirklich viel am Rumlaufen und sowas. Er ist kein Gift mehr auf ihn drauf. Ich mach das mal nochmal. Dann zeig mal, was du kannst. Zeig ich euch, was ich kann. Ich gönn mir eine Stärkung. Und noch einer. Was schon? Von wegen, das ist wirksam bei ihm. Der Gift kommt nicht mehr rauf. Doch, jetzt. Er ist schockanfällig. Und geschockt. Er ist geschockt. Mal kurz, der Feind ist geschwächt. Okay, der hat echt viele Lebenspunkte. Das war's. Der ist immer noch schockanfällig. Schluss mit Luft. Ich hau dich kurz und klein. Bist du mir? Was? Muss das jetzt sein? Du fiese Flöte! Triffst du von dort besser? Überlass das mir. Aeris, nochmal eine Heilung raus. Dass er immer noch schockanfällig ist, ist cool. Nicht aufgeben. Und tschüss!
Ja, jetzt nicht mehr. Er macht mehr Schaden jetzt, oder? Nur das Beste für dich. Los, ja. Komm schon, alleine. Ganz schön beeindruckendes Arsenal, oder? Ja. Neuer Plan. Oh, bin ich lieb von dir. Ich tue, was ich kann. Kann das sein? Was macht er jetzt schon wieder? Etwa das legendäre Schwert Excalibur? Nein. Als ob er jetzt Excalibur rausholt. Kannst du weitermachen? Du musst durchhalten. Das ist gar nicht Excalibur! Ja. In meiner Hand liegt Excalibur! Wie sie da stehen und immer zugucken. Darf ich weiterkämpfen vielleicht? Ein Meister beherrscht ein jedes Schwert. Kommt! Jetzt zeige ich euch mein wahres Können! Jetzt liegt es an dir. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen weiterkämpfen. Das war schön. Alter. Ja, komm. Nicht gut. Brauch mal kurz eine Pause. Vorstellung beginnt. Ich geh durch. Ausgezeichnet. Krieg ich nochmal Gift? Gift ist noch drauf. Für euren formidablen Kampf offenbare ich euch die Quintessenz der Schwertkunst. Hey, Kujala will ich nicht raus haben. Oh, der war schön schön dran, Felix. Na, denkst du schon daran, die weiße Flagge zu hissen? Nein! Ausgezeichnet! Fiesta! Gut, jetzt hol ich Bahamut, jetzt hab ich die Schnauze voll. Auf jeden Fall hat er einen geilen Soundtrack im Kampf. Und das kann man schon mal sagen. Dann übernimm. Stets zu Diensten! Komm schon, er ist gleich gestunt. Erstmal Fähigkeit, Schnetzel mit Bahamut. Du schaffst es! Er ist schon gestunt, oder? Habe ich nicht mitbekommen, weil Bahamut beschworen wurde. Du mich nicht! Deine geheime Kampfkunst des geweihten Kriegers für den Tod. Was macht er jetzt für Sachen? Was macht er schon wieder für Sachen? Zieh dich zurück. Nichts überstürzt. Bisschen Wind raus. Er ist gleich down. Bahamut kommt noch nicht mal dazu, seine Ulti zu machen. Ey. Oh, der Wirbelsturm nervt gerade. Ich komme nicht an ihn ran. Oh, ich habe Ulti mitklaut. Das soll es gewesen sein jetzt. Ich glaube, das war's. Das war's. Das war's dann wohl. Das war's aber sowas von. Und das war's, der legendäre Schwertmeister. Deine Mutter. Hast du genug? Für heute lasse ich euch nochmal davonkommen. Und weil ich gerade meine Spendierhosen anhabe, ernenne ich dich zum legendären Schwertmeister. Cool. Legendärer Schwertmeister. Nein. Vorher muss ich noch jemanden bezwingen. Ein alter Erzfeind wartet also noch auf dich. In dem Fall bleibt Genji noch bei mir. Besiege diesen Erzfeind von dir und erweise dich als würdig. Danach kämpfen wir erneut, ohne Rücksicht auf Verluste. Nur gegen Gebühr. Spaßvogel, in anderen Welten warten noch weitere Strolche auf mich. Ich denke, ich sollte mal wieder nach ihnen schauen gehen.
Ja? Wo? Er kennt den Weg nicht. Hast du vergessen, wie du heimkommst? Papalapap! Ich bin ein Wanderer zwischen den Welten. Ich bin in unzähligen Welten zu Hause. Dimensionen zu überschreiten ist ein Klacks für mich. Nun, ja? Darf ich vielleicht helfen? Der knill ich wieder! Ich analysiere die fremddimensionalen Daten. Und Magnetfeldstörungen? Raumzeitkrümmung? Gravitationswellen? Fängt er wieder an mit dieser Gaukelei? Gilgamesch, der Dimensionsspalt ist da drüben! Oh! Na, dann wollen wir mal! Du bist ja eine Wucht, Knilch! Na ja, Knilch. Schließlich konnte ich so viele wertvolle Daten sammeln. Herzlichen Dank. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Jedenfalls fürs Erste. Wenn das Schicksal es so will, laufen wir uns bestimmt irgendwo wieder über den Weg. Dann gehabt euch mal wohl. Für heute war's das schon, ihr lieben Leute. Und jetzt zu euch, Krieger des Lichts. Hey, Knilch. Ah, Knilch ist auch eine interessante Persönlichkeit. Ja, komischer Kauz. Also, weiter geht's. Ich habe einen großen Fundus an fremddimensionalen Daten gesammelt. Die werden uns sicher noch hilfreich sein. Etwa für eine neue Beschwörermaterie. Ich bin mir ganz sicher, Gilgamesch wird dich redegewandt aus jeder Not retten. Zudem habe ich aus den Protosubstanzdaten Synthesechips kreiert. So lässt sich die Genji-Ausrüstung wiederherstellen. Bitte, probiere es aus. Jetzt ist unsere Suche nach Protosubstanzen beendet. Aber es gibt noch viele Rätsel zu entdecken. Unsere Reise um die Welt geht weiter. Ich hoffe, du bist genauso aufgeregt wie ich. Du bist auch ein komischer Kauz. Nein, ein Knilch. Er ist der Cyber-Knilch. Lebe wohl, O Gilgamesch. Mittlerer Ozean auch abgeschlossen. Weltbericht abgeschlossen. Ist alle Weltberichte fertig. Protosubstanzen. Ah, Kampfsimulator Schwierigkeitsgrad schwierig. Du kannst dich im Kampfsimulator nun auch anspruchsvollen Dingen deren Herausforderungen stellen. Toll. Sehr cool. Okay. Dann habe ich die Materie hat natürlich doch trotzdem gekriegt, bekommen. Hier ist Phoenix, der kann mal da mal weg. Alexander haben wir da, Titan hat der. Yuffie hat Kujata, Neobahamut, Odin ist bei Tifa drauf. Und Gilgamesch hat nur einen Stern, den muss ich wahrscheinlich noch verbessern. Oder nee, die Stufe dieser Beschwörermaterie kann nicht verbessert werden. Gilgamesch hat einfach nur einen Stern. Eine mittelgroße Esper, die mit ihren Waffen zahlreiche Angriffe ausführt. Ihr Spezialfertigkeit Finale Fantasie ist ein elementar neutraler physischer Angriff. Für die Beschwörung werden zwei ATB-Einheiten benötigt. Ja, Finale Fantasie. Der ist einfach nur ein Stern-Dings. Aber vielleicht wird Gilgamesch im dritten Spiel eine stärkere Esper oder so, dass er vielleicht da nochmal auftaucht. Oder er ist nur so ein Fun-Dingens, keine Ahnung. Synthese-Chip, da muss ich mal reingucken. Wegen den neuen Sachen. Soll ja dann Rüstung sein, ne, bei dem hier. Schutzweste-Dings, wo ist denn das Teil? Genji-Ausrüstung. Ah, ich muss das Ding noch auf Stufe 16 bringen. Was aber nicht so einfach ist. Ich habe noch keine anderen Synthese-Chips wieder gefunden. Und ihr seht, wie knapp ich vor Stufe 16 bin, aber ich krieg halt keine Erfahrungspunkte mehr, um da die restlichen Erfahrungspunkte zu bekommen und um das Ding auf 16 zu bekommen. Genji-Ausrüstung, was machen das?
Der durch Angriffe verursachte Schaden kann 9.999 übersteigen. Ah, also wenn ich dann die die Limit mache von Cloud, macht sie nicht mehr den Schaden, sondern kann noch mehr Damage raushauen. Okay, das ist sehr stark. Das macht der Armschutz, der Ohrring. Erhöht den verursachten Schaden um 15%, aber gleichzeitig auch den erlittenen. Das ist ja fast so wie Tobsucht. Und der Ring verringert den erlittenen Schaden um 15%, aber gleichzeitig auch den verursachten Schaden. Okay, dann macht das genaue Gegenteil. Naja, gut. Aber die Handschuhe sind mega, dass sie den Schaden erhöhen. Aber naja, kriege ich halt so nicht hin. Okay, Leute, das war's jetzt von mir. Ich höre jetzt auf mit Final Fantasy 7. Ich habe alles geschafft, was ich wollte. Ich habe alle Regionen fertig, alle Protosubstanzen jetzt geholt. Die Genji-Quest wollte ich unbedingt noch sehen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, dass ich die noch durchgezogen habe. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben da für das Video, wenn es euch gefallen hat. War ein cooler Kampf. Der Kampf gegen Genji war einfacher als der Weg zu ihm hin. Also die Espa-Kombination, die Teams, die waren schwieriger, die zu schaffen. Besonders mit Odin und sowas, wo ich drei Versuche gebraucht habe. Und ihn habe ich dann halt gleich beim ersten Mal gemacht. War aber trotzdem irgendwie unterhaltsam. Ich fand es unterhaltsam. Also Leute, das war's jetzt. Jetzt geht es erst mit Final Fantasy VII erst weiter, wenn das dritte Spiel rauskommt. Und das könnte vielleicht noch 2 oder 3 Jahre dauern. Mal gucken. Oder 4. Das Remake kam doch vor 4 Jahren. Da hat das 4 Jahre gedauert, oder? 3 oder 4 Jahre. Mal schauen, wie lange sie jetzt brauchen. Ich hoffe vielleicht, dass sie da einen anderen Weg gehen und vielleicht nicht so viel Open World wieder reinmachen, sodass sie Rebirth vielleicht so als Open World Spiel lassen, so was für sich steht, wo man die Welt erkundet hat, weil eigentlich ist es nicht nötig, dass sie im dritten Teil jetzt auch nochmal diese Regionen machen, weil eigentlich spielt das dritte Spiel hauptsächlich dann ein nördlicher Kontinent, vielleicht noch ein bisschen bei Yuffie zu Hause in Wutai, dann die Heimat von Cid müssten sie noch zeigen. So, die Storylines von Cid und von Vincent Valentine sollten dann beleuchtet werden und von Yuffie. Aber eigentlich müssten sie nicht mehr so viele Regionen raushauen. Eigentlich wäre das cool, wenn sie das erste Spiel so Midgard machen. Oder haben sie ja das Remake, was nur in Midgard gespielt hat. Dann Rebirth mit der großen Welt, mit der offenen Welt. Und den dritten Teil können sie von mir aus ganz anders machen, vielleicht wieder. So, dass man Unterschiede zwischen diesen Teilen hat, dass das so ein großes Ganzes ergibt. Aber das jetzt nicht unbedingt nochmal wiederholen, wie das jetzt war. Bin ich mal gespannt. Aber trotzdem, Leute, vielen, vielen Dank an alle, die mich begleitet haben hier bei Final Fantasy VII Rebirth. Vielen Dank für die tägliche Unterstützung. Jetzt ist aber auch endgültig Schluss. Und wir verlassen das Let's Play mit einer geraden Zahl. 130 Videos. Hat eigentlich perfekt geklappt mit der Anzahl der Videos. Also, Leute, haut rein, bis dann. Ciao.